Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Heute machen wir schlicht und einfach die besten Grillkartoffeln der Welt. Versprochen. Und wie man die macht, seht ihr gleich. Viel Spaß dabei. Grillkartoffeln, wir wollen nicht Grillkartoffeln, wir wollen keine Kartoffeln dazu bräuchten. Da habe ich so ungefähr 2 Kilo in so kleine Scheiben hier an der Stelle. Dann, was immer ein Essen besser macht, sind 600 Milliliter Sahne, 250 Milliliter Milch. Zum Würzen habe ich hier Smoky Porky ein bisschen und ein bisschen Dutch Ofenzauber. Dann hier haben wir schön 300 Gramm Pizzakäse. Hier vorne 200 Gramm gewürfelten Speck. Hier ein Kilo halb und halb habe ich bestellt. Mein lieber Lars hat mir das schön dekoriert. Aber der Metzger, kick mal hier. So habe ich halb und halb auch noch nicht gesehen. Oder? Naja. Ist egal, kommt ja im Endeffekt auf dasselbe raus. Dann habe ich hier noch ein bisschen Öl. Hier ein bisschen Zeug zum Umrühren. Und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. So, als erstes kommt hier mal ordentlich Bacon in die Pfanne. Damit kann man schon mal jede Jute essen beginnen. Den braten wir kurz an. Man sieht ja hier mit dem Induktionsfeld los wie der Teufel. Da kommt jetzt gleich das Hackfleisch dazu. Und das braten wir so zu extrem krümeln an. Also wirklich bloß, ja, indem man das ganz voll bewegt. Aber das ist jetzt noch ungewürzt, oder? Und das ist jetzt noch ungewürzt. Die Würzung kommt gleich ran, wenn es ein bisschen angebraten ist. Dann liegt das Ganze jetzt auf unserer Grillplatte. Ja, das krümel die Hackfleisch von der Grillplatte runterkriegen ist noch ein bisschen doof. Da fliege ich besser, wenn man es in so einer Pfanne macht. Die brauchen wir ja eh nachher. Guck mal, während der drüben noch anbrät, haben wir jetzt hier schon mal drei große Esslöffel von dem Dutch Ofenzauber in die Sahne drin. Kippen dann die Milch oben drauf und verrühren das. Das wird jetzt erstmal sehr kräftig schmecken. Muss das aber hoch, weil Kartoffeln, die doofe Angewohnheit haben, Salz und Geschmack richtig doll aufzuziehen und das nachher noch nicht schmeckt, wenn man nicht vorher richtig Bums dran hat. Dann kommt hier auf unserer Hack-Bake-Mischung auch 2 Esslöffel Smoky Porky rüber. Viel hilft hier, da herrlich. Und schön durchrühren. So richtig krümelig und wie schön rauchig. Geil. Und guck mal, wenn das jetzt so immer schön bröselig angebraten ist, dann können wir die Pfanne schon mal leer machen. Und dann machen wir ein bisschen Öl unten drin. Nicht viel, soll ja nicht groß schlimm, aber dass die unterste Schicht der Kartoffeln nicht festbrennt. So, und dann packen wir hier einfach hier unten einfach mal ins Grobe drin. Oben machen wir ja hübsch. Unten packen wir erst bloß Kartoffeln und bloß grob eine Schicht drin. Ne? Ungefähr so. Dann verteilen wir immer unsere Hackfleisch-Bacon-Mischung da drüber. Das riecht jetzt schon. Das wird mich wiederholen. Mega gut. Auch hier schön an den Rand dran. Dann immer klein ein bisschen Käse noch dazu. Mal ungefähr so. Und dann kommt die nächste Schicht. Oh, da kommt jetzt die zweite Schicht wieder drauf. Und natürlich, da kommt auch wieder Hackfleisch. Und das machen wir so im Wechsel, bis, ja, bis die Pfanne voll ist. So, da kriegen wir jetzt schon die, im Prinzip die vorletzte Schicht Kartoffeln. Da mal so ein bisschen andrücken schon mal. Herrlich. Und weiter am Text. Die letzte Dosis Fleisch hier noch drauf, Kicke. Mega gut. Verteilen wir hier noch schön. Mega. Und dann kommt unsere Soße ins Spiel. Die müssen wir jetzt langsam hier hochkippen, dass die auch schön zwischenläuft. Und sich um die Kartoffeln schmiegt. So, ihr siehst, also das ist jetzt für die große Petromax-Pfanne wirklich relativ hart ausgemetert. Also wirklich viel Platz haben wir da jetzt nicht. Das ist eine 32er-Pfanne, oder? Ich meine ja. Das oben drauf. Und dann kommt das so auf den Grill. Und so schön können Grillkartoffeln aussehen. Das stelle ich jetzt hier mittig auf meinem Breuking Imperial 690. Rechts im Brenner an, links im Brenner an, volle Pulle. Dann sollten wir so ungefähr 200 Grad in dem Grill haben und lassen ihn erstmal 20 Minuten in Ruhe. Die gesamte Grillzeit wird so ungefähr eine Dreiviertelstunde dauern. Aber wenn wir den Käse jetzt gleich aufgeben würden, dann hätten wir immer die Gefahr, dass der schwarz wird. Ein paar dunkle Spitzen hat ist nicht schlimm, aber wenn er halt hinterher zu dunkel oben drauf wird, ist halt immer doof. Vorhin daher die ersten 20 Minuten ohne Käse. Nach 20 schier unendlichen Minuten gucken wir da mal rein. Geil, oder? So muss das aussehen. Und da hilft jetzt nur eins. Jetzt kommt ordentlich nochmal der restliche Käse oben drüber verteilt. Oh, herrlich. Hm. Und dann denken wir, Käse viel hilft viel. Und das Schöne ist Käse. Ich habe das ja schon zwei, drei Mal erwähnt. Aber manche glauben das mir nicht. Sorgt dafür, dass die Kalorien da unten drunter abgetötet werden. So, mega. Und nochmal für 25 Minuten Deckel zu. Die Zeit ist abgelaufen und das heißt, wir können uns wieder was Leckeres angucken. Und so sieht es aus. Mega, oder? Ich finde, ist ja schon schön, aber alles wird schöner, wenn man noch ein bisschen so Angeber Petersilie so ein bisschen rüber macht. Oh, herrlich, liebig.
So, und dann können wir uns schon mal runternehmen und kosten. So, nehmen wir hier so eine Kelle raus. Oh, herrlich. Schön schmatzige Kartoffeln, guck mal innen drin. Käsig, alles, so muss es sein. Jetzt habe ich aber größte Sorge, dass ich mir jetzt den Mund verbrenne. Das könnte passieren, mein Schatz. Das könnte passieren, wa? Mhm. Das mal zusammen. Ich nehme mal von allem auf die Gabel, guck mal hier. Seht ihr nicht? So viel riecht. Sieht nicht herrlich aus, ja, so ein bisschen, ne? Ein Träumchen. Ich habe Angst, dass ich mir den Mund verbrenne. Ach so. Ach komm, renn in die hohle Birne. Gib es zu. Beim Titel Die vermutlich leckerste Grillkartoffel habt ihr vermutlich an was anderes gedacht, wa? Das denke ich auch. Aber so habe ich euch dazu gebracht, euch so was Leckeres anzugucken. Gut, nochmal hier. Eine schöne, sahnige, klebrige Kartoffel mit ein bisschen Hack und Bacon dazu. Schmeckt unglaublich rauchig. Also, wie über dem Feuer gegart. Dutch Oven Zauber macht eher besser. Sahnig ist es schön, käsig. Ist jetzt, naja, Diätberater würden behaupten, dass sowas zu Übergewicht führen kann. Soweit würde ich gar nicht gehen. Also in Maßen genossen sicherlich absolut okay. Ach, schmeckt mega geil. Was ich euch raten kann, wenn ihr mal Bock auf Kartoffeln habt, dann macht ihr die noch so. Habt ihr gesehen, es ging ein großer Aufriss. Bisschen Sahne, bisschen Gewürze, bisschen Käse, bisschen Speck, bisschen von allem Dingen, die gut sind. Da einfach rein, relativ gemüsefreie Zone, großartig lecker. Und ich sage euch, auch die Ladies werden das sehr, sehr feiern. Was ich sehr feiern würde, wäre, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen wollt, einen Kommentar und auf jeden Fall ein Abo. Von daher, bis zum nächsten großen Fressen. Klaus Grill, Fans Grill Barbecue. Macht's gut. Das kommt bestimmt. Das ist mega geil. Oh. Hier mit der schönen braunen Käsekruste. Rinnen die Hülle.